Und deshalb würde ich euch nicht zum Wirt ABS-18 raten. Der Akkubohrschrauber hat keinen Brushless-Motor, 25 Newtonmeter weicher und 50 Newtonmeter harter Drehmoment. Aber bei der 8x400er Schraube haben wir es nicht bis zum Ende geschafft und der Bosch GSB12V15 musste den Job beenden. Auf der Maschine sind 1700 Umdrehungen pro Minute angegeben, aber online steht 1600. Wir haben 1690 gemessen, aber sobald die Spannung im Akku sinkt, verlieren wir auch hier stark an Drehzahl. Was mir immer gefällt, 13 mm Vollmetall-Bohrfutter. Die M-Cubes gehören zu Wirts eigenem Akkusystem, also könnt ihr nur Wirt-Produkte damit betreiben. Aber überall ein guter Stoßschutz oder auch Gummierung an Akku und Maschine. Wie schon angesprochen, war der Schraubtest nicht überragend, aber auch der 32 mm Schlangenbohrer hat hier einige Probleme gehabt. Technisch leider nicht vergleichbar mit anderen Schraubern mit gleicher Kraft. Natürlich könnte die Leistungseinbuße auch an dem 2 Ampere-Stunden Akku liegen, aber so verkauft Wirt halt dieses Set. Und jetzt haltet euch fest, unser Set kam mit 2x2 Ampere-Stunden Akkus und Ladegerät und das alles für nur schlappe 459 Euro.